willkommen zu einer neuen Runde Let's Battle League of Legends. Wir spielen Yuvi gegen Balas. Die Picks sind absolut random. Wir lassen das Spiel für uns entscheiden. Wir spielen genau eine Runde auf Leben und Tod. Jeden Sonntag eine neue Folge aus zwei Perspektiven. Lasset die Spiele beginnen. So. Stille. Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge und Runde hier League of Legends gegeneinander und so, Pi mal Daumen, bla blub. Genau, und endlich spielen wir wieder und ich glaube, meine Internetleitung ist wieder so fit, dass ich endlich wieder hochladen kann. Yay, also für den, der es nicht mitbekommen hat, muss ich das glaube ich hier an der Stelle nochmal sagen, weil es ja wirklich eine Woche lang nichts kam. Oder über eine Woche sogar, ich weiß es gar nicht. Das war schon eine ganze Ecke, die wir jetzt nichts gemacht haben, ja. Genau, leider ist meine Internetleitung schuld. Aber Yuvi ist Internetleitung schuld, bei mir die Arbeit. Also, verprügeln wir Balas Arbeit und meine Internetleitung. Es ist halt immer so der ganze Stress. Genau, aber wir sind ja wieder da und wir sind ja nie weg, ne? Also, wenn da mal ein paar Tage nichts kommt, dann sind wir nicht weg. Genau, wir sind wieder hier. Genau, in unserem Gebiet. Und jetzt mal zum Spiel. Wie wir hier sehen, spiele ich heute Draven und der Balas spielt Udyr. Und wir haben die Seiten getauscht. Heute seht ihr Yuvi von der anderen Seite. Der Seite seht ihr halt Yuvi, da bin normal immer ich hergekommen. Von hier. Oh, von draußen vom Walde kam er her. So. Okay, seid ihr soweit? Nein. Ich kann ja eigentlich alles. Moment, ich weiß gar nicht, was der Udyr kann. Ich hab den so oft gespielt. Mich verprügeln kann er. Ja, hoffentlich. So, ich hätte vielleicht das noch mitskillen sollen. Na, egal, das kommt schon noch. So. Udyr ist ein Nahkämpfer gewesen, das ist schlecht. Der Yuvi schmeißt schon wieder Dreck nach mir. Was soll denn das? Kein Dreck, Äxte. Sag ich doch, Dreck. Drecksäxte. Das sind Swag-Äxte. Swag-Äxte? Das sind die Hipster-Äxte, glaube ich. Nicht mit mir, Freundchen. So, jetzt muss ich mich ernsthaft mal wieder ein bisschen konzentrieren hier. Merkt man gerade vielleicht, dass wir daran, dass wir nichts erzählen. Ja, man muss gerade mal schauen hier, wie es auch aussieht mit den Champs und was die überhaupt, also was Udyr überhaupt kann, weil ich habe den praktisch bisher nur gesehen, wie andere ihn gespielt haben und da hatte ich keine Zeit, weil ich mich selber konzentrieren musste auf so ein paar Ecken und Kanten und überhaupt und sowieso. Und Yuvi hat ein Level up, das ist voll scheiße. Nein, das war falsch, nein! Jetzt habe ich mich voll verskillt. Verdammt, nur eins. Jetzt bist du tot. Ja. Nee, das ist... Das kann schon mal vorkommen. Weil ich könnte mich auch töten lassen. Kann ich auch da rausholen. Schade, da bist du schon rausgelaufen. Klar. Ich bleib doch nicht stehen, wenn du mich angreifen kannst. Der dürfte trotzdem noch auf mich gehen. Nein, das hat er nicht. Verdammt. Warum? Ich wollte dir kein Gold gönnen. Und ich war so down, es lohnt sich nicht, da am Leben zu bleiben. Das war zu früh dazu. Was denn? Ich stand ein halbes Jahr in dem scheiß Gebüsch verfickt. Entschuldigung, nicht fluchen. Böses Balas aus. Genau, schäm dich. Ja. So. Und das Ding wollte ich eigentlich skillen vorhin. Verdammt nochmal. Gut. Ach, fick dich doch hier. Nimm den Scheiß. Take this Ignite! Vor allem, ich hab halt so ewig kein League mehr wirklich gespielt. Ich auch nicht wirklich, außer gestern mal wieder. Ja, gestern habe ich auch ein, zwei Runden damit gespielt und das war eigentlich irgendwie, naja.
Oh Mann, ey, sag mal, also hier vergisst es. Das kann ich vergessen. Das ist. Udi ist schlecht. Udi ist gut. Mein Lieblingscharakter mal so, by the way. Ja, hier, komm. Und ich bin tot. So, ich komme zu gar nichts hier. So, ja, ich bin tot. Ich bin hinüber. Hey, Gretz. Ich komm weg damit. So. Was kaufst du denn da Schönes? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kaufe hier was empfohlen ist. Ich glaube, er wird relativ auf Tank empfohlen. Bro, ich weiß doch nicht, was ich auf ihn brauche. Keine Ahnung. Pur AD. Ja, da ist eh zu spät. Jetzt habe ich schon Zeug gekauft. Hab ich doch einfach gesagt, dass man ihn auf AD spielen kann. Ja, kann. Keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, auf was du nicht sagst. Also ich spiele ihn immer auf Full AD mit ganz vielen Damage-Items und Attack-Speed später dann noch. Und dann kannst du mit der Tiger-Stance einfach alles wegauen. Läufst mit der Bären-Stance an jemanden ran, stunst ihn und haust ihn einfach mit der Tiger-Stance um. Ja, was für AD-Item soll ich mir? Ein Crit-Blade? Ach, keine Ahnung. Ja, genau, sowas. Das ist scheiße. App. Ach, komm. Brauche ich nicht dranbleiben, sonst krepier ich. Meine Range ist einfach zu klein. Ja, aber wenn du deine Bärenstance anmachst, dann kannst du durch Minions durchlaufen einfach. Irgendwie nicht, irgendwie ist er immer ausgewichen trotzdem noch. Also die ersten 2-3 Sekunden irgendwie so. Ah ja. So. Das ist so, weißt du, nee, ich mag Udi nicht. Hast du gesehen, was er trotzdem noch für Schaden gedrückt hat? Ja, nützt mir nur nichts, wenn ich dich nicht klein krieg auch. Und jetzt machst du meinen Tower weg. Im zweiten Tower verliere ich vielleicht auch noch was, oder? Nee. Ciao. Ich komme so gut hinterher, ey. Ich habe auch eine Fähigkeit, die mich schneller macht. Deine hält nur länger und du kannst sie öfter anwenden. Siehst du? Ja, schau dir den Unterschied an, ne? 3-1. Ja, du weißt halt nur noch nicht, wie du mit ihm umgehen sollst. Das ist das einzige Problem, das wird deswegen, schon. Deswegen ist es eh schon gelaufen. Udi musst du relativ offensiv spielen. Ranlaufen, boxen, knüppeln, dann vielleicht wieder weglaufen, aber in der Regel hast du den Feind dann schon. Zumindest bei einem AD-Carry. Den rockst du dann so auseinander. Schauen wir mal. Jo. So, halt, ja. Was war das hier? Ja, das war das Ding. Oh. Drei 16er Crit, kein Problem.
So, das kommt raus, wenn ich offensiv spiele. Ja, aber sah doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Doch, komplett verkehrt. Du lebst, ich bin tot. Ich habe meine Ulti mit raushauen müssen. Ich meine, inzwischen habe ich auch einen relativ großen Vorsprung. Am Anfang, hättest du am Anfang so gespielt, dann wäre ich am Arsch. Tja, am Anfang kenne ich ihn nicht. Mii. Udi ist scheiße. So. Ja, hier, komm. Tot. Ach ja. Crit Damage. Ich krieg dich eh nicht mehr. Jetzt könnte es schwierig werden. Hm? Jetzt könnte es wirklich schwierig werden. Das war am Anfang schon verloren. Sobald da Udia stand. So. Ja, ich hab hier kein Geld. Ja, warum geht der nicht hier rum? Oh, boah, leck mich doch. Schade. So, ich bin auch tot. Ja, Minions, schau dir an, wie viele Minions da rundherum sind. Da habe ich keine Chance. Dottet der eigentlich noch? Nee, ne? Was, dotten? Keine Ahnung, ob der dottet. Da habe ich doch keine Zeit drauf zu achten. Ach, ich brauche gar nicht schauen. Nee, der dottet nicht mehr. Oh. Ups. Das ist scheißegal, ob es dottet oder nicht bei so vielen Minions. Ja, aber früher war das ja mal gang und gäbe bei ihm. Wurde aber, glaube ich, rausgepatcht. Echt? Der hat mal gedottet? Ja, ich meine. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine. Das war, glaube ich, früher mal seine Passiv, deswegen war Draven im Early Game total stark. Achso, stimmt, irgendwie war da was. Ja, stimmt, das war seine Passiv war das, die, sag mal, irgendwas gemacht hatte. Irgendwie prozentualen Dot-Damage oder irgendwie sowas, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Komm. Ja. Boah, das war aber knapp. Ja, du bist ein Fernkämpfer. Wenn ich so low bin, ist es auch wieder rum. Mann, no. Okay, das war's eh. Inhib weg, ein, zwei Tower. Zwei Tower wahrscheinlich. Ah, einer. Warum schaue ich schon wieder hier? Keine Ahnung. Geh mal da drauf. Weiß nicht, ob es was bringt. So. Ja. Ja. Ja, hier, es ist schon unsinnig. So. Mach jetzt auch mal Feierabend so, hier. Ja, jetzt ist auch Ende hier. Da kommt der nächste Super-Minion mit und es reicht zum Durchpushen. Ich komm nochmal zum Sterben vorbei, ne? Okay. Ich glaube, ich bin gestorben. Surrounded! Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. War auch irgendwie witzig, muss ich ehrlich sagen. So.
gleich schläbisch auch wieder. Ja, was? Oh, du warst sogar schon dreimal einkaufen. Alter, Mann, bin ich gut. Zweimal lasse ich mich da nicht treffen. Ja, ich hab gepennt. Sonst hättest du dich auch zweimal treffen lassen. Nein. So, weglaufen! Tötet mich! Ja. Hat ein Crit, ey. Das ist Bullshit. So, Scheißspiel. Aber der Crit war schön. Na, von halb auf tot. Ja. Jetzt tötet er noch vorher alle Minions. Klar. Für die Auswertung ist später ist das ändert. Wichtig. Scheiße. Woody ist scheiße. Das Spiel ist scheiße. Alles ist scheiße. Alles Gott ist verdammt, scheiße. Ist scheiße. Jetzt soll ich wieder auf Continue klicken, dann wäre die Aufnahme wieder abgebrochen. Ja, ist schlecht. Ja, da habe ich aber nicht gemacht. Ich bin voll gut. Ja, sehr gut. Ich hatte es schon wieder vor. Jetzt denke ich mal so, Moment. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Jetzt warten wir erst Ja, liebe Leute, vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen. Nächstes Mal dann hoffentlich wieder mit ein bisschen ausgeglicheneren und spannenderen Kämpfen hier bei League of Legends. Vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht, ja, nee, passt schon. Nee, also wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau, ich freue mich drauf. Bis dahin dann. Tschüss. Ciao.